Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben und damit herzlich willkommen zu unserem Live-Open House hier auf Facebook. Heute nehme ich Sie einmal mit in eine Mietwohnung, und zwar in diese Dreizimmer-Mietwohnung hier im Frankenberger Viertel. Die Wohnung verfügt über 146 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf drei wirklich großzügige Zimmer, ja, wie man hier in Ansätzen schon sehen kann. Außerdem verfügt die Wohnung natürlich über eine Küche, ein Badezimmer, eine sehr großzügige Diele, eine tolle Dachterrasse, die wir gleich noch sehen werden. Zudem haben wir einen Kellerraum und einen Kfz-Stellplatz. Wir sind jetzt hier auch schon im Wohnzimmer, ja, starten hier einmal vor dieser tollen Kulisse hier. Man sieht auch schon, ja, den Charme des Frankenberger Viertels. Wir haben tolle Altbauten gegenüber, ja, wie wir uns auch gerade in einem befinden. Und das sind übrigens Bürogebäude, das heißt, da schaut Ihnen keiner was vom Teller abends oder in den Morgenstunden. Ja, da sind ausschließlich Büros drin. Das Haus hier stammt aus dem Jahre 1900, ja, was dem Haus einen unglaublichen Charme verleiht. Wir haben eine tolle Fassade draußen, wir haben einen unglaublich schönen Eingangsbereich unten, ein tolles Treppenhaus und vor allen Dingen hier eine tolle Deckenhöhe, ja, von ungefähr 3,50 Meter. Das verleiht den Räumen nochmal, ja, etwas mehr Luftigkeit, als sie ohnehin schon haben. Wir gehen jetzt einmal hier von diesem tollen Wohnzimmer in unseren Dielenbereich. Das wäre in so mancher Wohnung wahrscheinlich schon das erste Zimmer, ja, weil die Diele wirklich sehr großzügig ist. Und von dieser Diele kann man auch alle Räume dann erreichen. Ja, hier kommen wir in die Wohnung rein, haben hier auch eine wunderschöne Flügeltüre, ja, durch die wir dann eintreten. Und wir gehen jetzt als nächstes einmal in das erste Schlafzimmer. Wie Sie vielleicht schon erkennen können, ist die Wohnung noch einmal gestrichen worden, ja, beim Auszug des letzten Mieters. Wir haben frisch lackierte Türen und Türzargen. Es wird aber unter anderem auch noch, wenn die Steckdosen und die Schalter nochmal erneuert werden in nächster Zeit. Ein neues Badezimmer haben wir schon, das sehen wir gleich noch. Und in unserer Terrasse wird auch nochmal was gemacht. Die Wohnung ist tatsächlich sehr hell. Wir haben schöne große Fenster. Leider macht uns das Wetter heute so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, wie Sie sehen können. Wir haben heute Regen und Hagel alles mitgebracht und damit ist es natürlich auch in den Räumlichkeiten wesentlich dunkler. Ja, wie gesagt, wir haben eine sehr große Terrasse, die auch hier über Eck geht, ist also einmal vom Schlafzimmer hier und auch von der Küche zu erreichen. Und da werden wir dann in Zukunft noch eine Holzeindeckung bekommen, ja, damit das Ganze auch noch ansehnlicher aussieht und auch Bestand hat für die Zukunft. Von dieser Terrasse können Sie dann auch einen Gemeinschaftsgarten erreichen mit zwei großzügigen Wiesen, ja, wo Sie dann im Sommer sich hinsetzen können, mit den Kindern spielen, grillen etc. Ja, dann gehen wir jetzt zunächst mal in das Badezimmer rein. Als nächstes geht die Kollegin einmal alleine rein. Das ist jetzt gerade fertiggestellt worden. Sie sehen, da fehlt aktuell noch eine Duschabtrennung auf dieser ebenerdigen oder fast ebenerdigen Dusche. Die wird allerdings da noch eingebaut. Wir haben großformatige Fliesen in weiß und Anthrazit, also so wie man es heutzutage wirklich haben möchte. Ja, dann haben wir jetzt hier als nächstes unsere Küche. Küchenzeile kann man hier vorne in diesem Bereich einbringen. Ja, hier ist doch genügend Platz, um eine Waschmaschine zu positionieren, wenn man das denn möchte. Ansonsten gerne unten in der Waschküche, die auch vorhanden ist. Wir haben aber nicht nur Platz für die Küche hier, sondern für die Eimerküche, sondern wir haben auch hier nochmal vorne einen Bereich, wo man auch einen Esstisch wunderbar hinstellen kann, ja, wo man vor der Arbeit mal ein Frühstück zu sich nehmen kann, wo man abends ein Brot vor dem Schlafengehen essen kann, wo man sich mit der Familie einfach mal zusammensetzen kann. Hier sehen wir dann auch den zweiten Zugang zu unserer Terrasse. Da kann man im Sommer bei schönerem Wetter wirklich sehr schöne Stunden verbringen. Von der Lage her sind wir, wie gesagt, im Frankenberger Viertel gelegen, ja, relativ am Anfang, also nahe der Oppenhoffallee. Von hier aus sind es wenige Gehminuten nur bis zum Hauptbahnhof, bis zur Innenstadt mit Aquis Plaza etc. Die Autobahnzufahrt ist auch gar nicht weit weg. Über den Europaplatz sind Sie direkt auf der A544, ist das genau. Und von dort aus dann auch schnell Richtung Aachener Kreuz, Köln, Düsseldorf etc. Ja, das ist das letzte dieser drei Zimmer, die wir hier haben. Das ist das, ja, in Anführungszeichen, kleinste von den dreien. Würde sich also wunderbar anbieten als Kinderzimmer, Büro, Gästezimmer, Ankleidezimmer, wie auch immer man möchte. Auch hier wieder ein wunderbar großes Fenster, dass einiges an Licht reinkommt. Die Fenster sind auch alle doppelt verglast. Dieses spezielle hier wird nochmal getauscht in Zukunft. Ja, da kommt ein ganz neues rein. Wir haben aber überall doppelt verglaste Fenster, die auch in wirklich sehr gutem Zustand sind. Ja, also auch da brauchen Sie sich bei einem Altbau keine Gedanken zu machen. Die Räumlichkeiten im Übrigen verfügen alle über Laminatfußboden. Ja, die Küche und das Badezimmer sind entsprechend gefliest, wie Sie gesehen haben.
Ja, wir hoffen, dass wir Interesse wecken konnten für diese wunderschöne Wohnung. Wenn Sie gerne ins Frankenburger Viertel ziehen würden und das für Sie vorstellbar wäre, dann kommen Sie doch gerne auf uns zu. Kontaktieren Sie uns gerne über unsere Homepage unter www.pi24.de oder gerne auch telefonisch unter der 0241 400 870. Wir freuen uns auf Sie und einen schönen Sonntag.